Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu den Flatex Morning News. Der deutsche Leitindex hat am Donnerstag mit leichten Verlusten abgeschlossen. Großes Thema waren ja die Unternehmensbilanzen. Die Zahlen der Deutschen Bank und von Daimler, die kamen nicht gut an. Infineon konnte dagegen überzeugen. Der DAX schloss 0,3% tiefer bei 11.628 Punkten. Wie geht's nun heute weiter für den deutschen Leitindex? Wir blicken gleich mal an die Börse Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Guten Morgen, Viola. Ja, gestern standen also einige Unternehmensbilanzen im Fokus. Was wird denn heute die Märkte bewegen und wie wird der DAX erwartet? Guten Morgen aus Frankfurt. Wenn wir uns die Vorgabenseite anschauen, dann sehen wir da nicht so wahnsinnig viel positive Bewegung. Also zumindest Bewegung hatten wir überhaupt nicht viel gestern an der Wall Street. Der Dow ist quasi unverändert aus dem Handel gegangen. Auch dort guckt man natürlich auf die fortschreitende Berichtssaison. Und außerdem gab es auch noch Konjunkturdaten. Die sind eigentlich zum Teil robust ausgefallen, aber auch das konnte keine wirklichen Impulse dort setzen. Also keine Bewegung an der Wall Street. Bewegung sehen wir ein bisschen heute Morgen an den asiatischen Märkten, aber nicht unbedingt in die uns genehme Richtung, weil es jedenfalls die uns genehme Richtung grün wäre. Denn eher rote Vorzeichen sehen wir beim Hang Seng und beim Shanghai Composite. Der Nikkei, ja, der strauchelt so ein bisschen. Also erst war noch im grünen Bereich unterwegs, dann hat er aber trotzdem seine Gewinne abgegeben. Also auch von der Seite jetzt nicht wirklich Positives. Ja, du hast schon gesagt, gestern haben wir ein bisschen verloren. Da kamen halt die Zahlen von Deutscher Bank und Daimler nicht wirklich gut an für den DAX. Und heute blicken wir vor allem auf die US-Jobdaten. Die gibt es heute Nachmittag. Vorher gibt es allerdings auch noch mal Daten aus der Eurozone. Wir haben jede Menge Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, dann außerdem auch noch den Auftragseingang der Industrie heute Nachmittag. Also heute konzentrieren wir uns auch mal wieder auf einige Daten, die wir zu beiden Seiten des großen Teichs haben. Gucken wir mal, ob da Impulse kommen. Im Moment sieht es danach aus, als würden wir ziemlich unverändert in den Tag starten. Dankeschön. Nach Frankfurt, Viola. Dann schauen wir auf die Charttechnik, denn aus charttechnischer Perspektive, da haben die Bullen auf der Oberseite jetzt weiterhin Ziele bis 11.680 sowie übergeordnet bei 11.800 Punkten im Auge. Bei einem Rutsch unter die 11.600-Punkte-Marke muss dagegen mit weiteren Rückläufen bis in den Bereich um 11.530 Punkte gerechnet werden. Schauen wir an dieser Stelle auf zwei Produkte, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Wir hätten zunächst ein Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den DAX, die WKN lautet MF0BVL. Und ein Short-Produkt, auch ein Faktorzertifikat auf den DAX, hier lautet die WKN MF0BVM. Dann jetzt ein Blick auf die Termine des Tages. Viola hat es ja schon teilweise erwähnt. Um 9.55 Uhr gibt es den Einkaufsmanager-Index Dienste für den Januar aus Deutschland. Um 10 Uhr gibt es denselben Index für die EU. Um 11 Uhr den Einzelhandelsumsatz für den Dezember aus der EU, um 14.30 Uhr dann die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für den Januar und um 16 Uhr den Auftragseingang Industrie für Dezember, ebenfalls aus den USA. Den Flatex Morning Newsletter, den können Sie gerne abonnieren. Falls Sie dies noch nicht getan haben, gehen Sie auf flatex.de/service/newsletter. Um 8.30 Uhr bekommen Sie ihn dann montags bis freitags zugeschickt und Sie bekommen ein tägliches Update des Newsletters, jeweils um 10.30 Uhr. Und am Montagmorgen sind wir dann wieder für Sie da. Würde mich freuen, wenn Sie reinschauen. Bis dahin ein schönes Wochenende.